willkommen zu einem Video. Ja, heute geht es mal wieder um ein kleines Review. Und zwar hier über den Univapo Unix. Ein kleiner MTL-Verdampfer mit Akkuträger, also ein Kit. Und ja, den schauen wir uns mal an. Ist so ein bisschen oldschool auf neu gemacht, würde ich mal so sagen. Und ja, den schauen wir uns mal von der Nähe an und gucken mal, was er so alles kann. Oder Pro und Contra. Und da gehen wir mal runter auf den Tisch und schauen uns mal vom Namen an. So, da sind wir mal in der Detailansicht. Dann schauen wir mal, was hier denn so alles angekommen ist. Also der kommt hier, der Unix, in so einer kleinen Pappschachtelchen. Aber da gehen wir jetzt nicht großartig weiter drauf ein. Ne? Hier stehen wieder Hinweise vom Hersteller, was alles geliefert wird. Große Spezifikationen, das lesen wir gleich mal in der Bedienungsleitung durch. Ich habe jetzt alles schon rausgenommen. Hier ist es halt drin. Ja, uninteressant. Ne? Schauen wir mal, was mitgekommen ist. Mitgekommen ist ein USB-Kabel. Ja, meines Erachtens eigentlich viel zu kurz. Wenn man direkt irgendwo neben dem PC das Ding einstecken kann zum Laden, ist es okay. Aber es ist immer ein USB-C-Kabel. Schon mal ganz gut. Halt nur irgendwie kurz. Ne? Ja, mitgeliefert wurde noch ein kleinen Coil. Ich schraube den anderen gleich mal raus. Dann gucken wir uns das mal genauer an. Ja, der Verdampfer. Schauen wir auch gleich. Schließe mal beiseite. So, die Anleitung. So, die gibt es sogar in Deutsch. Mal schauen, wo ist auf der anderen Seite. So, Gerdemann. Ja, also, hier ein Schriftlein. Also, Paket enthält Unix-Batterie, also den Akkuträger mit 1000 mAh. Ja, finde ich eigentlich ein bisschen wenig, aber ich sag mal, wer es häufig laden kann, sag mal, während der Arbeit irgendwo im Büro sitzt oder so, dass man eben anschließen kann, dann geht es ja auch. Ne? Einmal der Verdampfer, ein 1,60 Ohm Spule oder Coil und ein 1,3 Ohm Fertigcoil. Eine Abdeckkappe oben auf dem Verdampfer, den zeige ich euch dann gleich. Ja, USB-Kabel und die Anleitung. Eine Größe hat er hier angegeben von 2,5 x 18 x 130 mm. Messen wir gleich auch nochmal nach. Akkukapazität, ja, 1000 mAh. Leistungsbereich von 5 Watt bis 16 Watt. Ausgangsspannung 2,2 bis 5,0 Volt. Und Ladespannung 5 Volt 1 Ampere. Oh, ist auch ganz gut 1 Ampere, ne? Schont ein bisschen den Akku. Widerstandsbereich 1,3 Ohm bis 1,6 Ohm. Fassungsvermögen sind 2 Milliliter. So, die Anleitung hier, eigentlich ganz einfach. Ich meine, der Akkuträger kann auch nicht so viel, ne? Außer Watt einfach nur. Dann, klar, kann man sperren. Das wird jetzt hier angesprochen. Dann, ja, da kann man nochmal sehen, welche Widerstände es dann so gibt, wie man den einstellen sollte. Ne? Bei 1 Ohm 14 Watt, 1,3 Ohm 12, 1,6, 10, 2,0, 8 und 2,5 auf 6 Watt. Kindersicherung gibt es auch nochmal, das zeige ich dann auch gleich. Und dann eine Schutzfunktion hier. Ne? Kurzschlussschutz, Schutz bei Nulllast, Schutz bei niedriger Leistung. Schutz bei hohen Temperaturen und Puff-Time-Schutz, also nach 10 Sekunden Dauerfeuer geht da aus. Ne? Ist nirgendwo erklärt, wie man den Coil wechselt. Ne? Also klar, ich weiß, wie das geht, aber Leute, die so ein Ding noch nie in der Hand hatten, das ist hier nirgendwo erwähnt. Ja? Man sieht zwar hier, steht zwar hier Coil, ja, aber nicht, dass man das hier abschrauben muss, unten aufschrauben, den einen rausdrehen, reindrehen und wie auch immer. Ist da nicht vermerkt, ne? Oder dass man den dann befeuchten sollte vorher beim Einsetzen, damit er sich schneller vollsaugt, ist hier nicht erwähnt. Naja, okay. So, dann schauen wir mal hier das Gerät hier an. Ja, messen wir mal kurz durch. Gesamtlänge komplett, sagt er mir hier 132,4. Ja, ungefähr, ne? So. So, dann hat er eine
Ja, Dicke von 23,5. Und hier hat er 18,2. Gut, der Verdampfer selber. Also, ich meine, ich lasse mal eben drauf. Messen wir mal hier. 15,9. Cool, dann haben wir hier. Das ist eine Abdeckkappe fürs Drip-Tip. Eigentlich gar nicht schlecht. Schmutz, weiß ich nicht. Insekten. ja, keine Sicherung ist ja nicht wirklich. Ne? Ich finde den ein bisschen zu schlapp. Also, wenn ich den jetzt in der Tasche habe, das, also sehr leicht, kann man gut in die Hemdtasche stopfen. Aber wenn ich es jetzt mal in die Hosentasche packe, dann steht der ja so drin in meiner Tasche. So, und ich nehme den dann oben aus der Tasche raus, dann ziehe ich ja hier, dann fällt er schon direkt, ne, ab. Das finde ich jetzt ein bisschen zu locker. Hätte man ein bisschen strammer machen können. Aber okay. Ja, Drip-Tip, 15er, klar. Das MTL. Und hier mit O-Ring gesichert, mit dem grünen O-Ring. Jo, der sieht hier jetzt eigentlich ganz okay aus. Aber wenn man ganz genau nah ranschaut, sieht man so eine kleine Kante dran. Ist jetzt hier in dem Fall nicht so schlimm. Ansonsten, wenn es im Verdampfer so ist, kann natürlich auch sein, dass er nicht mehr so ganz dicht ist. Aber bis jetzt war er jetzt dicht. Ja, ich habe jetzt so 2 Tage mal wieder mal rumgedampft. Ja, hier oben haben wir dann als nächstes die Liquidöffnung, also zum Befüllen. Das ist einfach hier ein Ring, den kann man hier drehen. Zack, dann seht ihr hier die Dichtlippen. Ist also nicht sehr riesig das Loch, aber ich sag mal, mit meinen Flaschen hat es eigentlich ganz gut gepasst. Das ging. Zudrehen und fertig. Jo, hier der 2 ml Tank. So, das scheint, ja, scheint Glas zu sein. Das ist also sehr, hört sich sehr hart an. Jo, dann gucken wir hier unten, haben wir weiter die Airflow. Stufenlos verstellbar, keine Rasterung, aber mit Anschlag hier. Ne? Ist sehr offen, muss ich sagen. Also werden wir gleich ein Fazit dann nochmal eben durchsaugen, dann könnt ihr das hören. Jo, dann haben wir hier unten, schrauben wir den mal ab. Jo, der Pluspol hier ist verpresst. Oh, da kann man nichts rausdrehen oder rumdrehen. Unten steht dann halt Designed by Univapo, Made in China. Wo sehe ich die Mülltonne? Achso, die ist auf den Coils drauf. Seht ihr das? Jo, den schrauben wir dann gleich mal auseinander. Das schauen wir erstmal kurz nochmal den Akkuträger an. Ja, fest verbauter Akku, 1000 mAh. Ja, hier der scheint verpresst zu sein. Der 15er Anschluss hier wahrscheinlich nur die Schrauben, um das Gehäuse abzuschrauben. Habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. Ich will ja nicht schon irgendwas kaputt schrauben hier. Ja, was mir nur aufgefallen ist, jetzt hier von unten nochmal Mülltonne und CE. Ja, der Ladeanschluss finde ich immer doof, wenn er unten drunter ist. Weil normal stelle ich eigentlich immer eine Dampfe immer hin. Ne? Dann wäre eigentlich nicht schlecht, wenn er hier vorne wäre oder hinten. Aber okay, ich mag es nicht so, aber hier ist es jetzt so, ne? So. Der Feuerknopf finde ich extrem wackelig. Seht ihr das? Der wackelt sehr hin und her. Er hat zwar Funktion, kein Problem, auch ohne Aussetzer bis jetzt, aber es ist halt sehr wackelig. Ne? Da hat man immer sogar das Gefühl, wenn man jetzt hier bei einmal fest dagegen, dass er abfliegt. Ich habe es noch nicht provoziert. Wir gehen einfach mal da rein. Ich schraube den nochmal drauf. Gibt nicht so viel zu erklären bei dem Ding. So, 5-mal Klick geht er an. So, jetzt ist er auf 10 Watt eingestellt. Ich habe, müsste jetzt eigentlich gesperrt sein. Genau, steht er auf Lock. Ich kann hier also drehen, wie ich will. Ne? Ohne Anschlag oder so. Dann machen wir 3-mal Klick. 1, 2, 3. Dann also Unlock. Ja, und dann kann ich auch verstellen. Ne? Der Coil wird jetzt hier vorgeschlagen mit 10 Watt. Lasse ich auch mal, also ich schriebe mal da eins hoch. So, 16 ist Ende. 16 Watt und runter ist 5 Watt Ende. Dann ist immer wieder auf 10. Ja, im Display zeigt er an, ja,
Wattzahl, dann die Voltzahl und die, ja, wie lange ich jetzt gefeuert habe. In dem Fall jetzt 0,10 Sekunden. Ich brauche nicht wirklich die Sekundenanzeige, wie lange ich jetzt gedampft habe. Ich fände es schöner, wenn da lieber der Widerstand wärter wäre, ne? Also die Obzahl fände ich jetzt interessanter. Vielleicht mal so das nächste Mal, ne? Vielleicht ändern sie ja mal was dran. Dafür ist ja ein Review da, ne? Dass Leute das reviewen und da irgendwelche Vorschläge machen, vielleicht irgendwas zu verbessern, was sie schlecht haben. Das ist eigentlich alles. Was wir jetzt noch machen kann, eine Kindersicherung. Ne? Ich gehe jetzt noch mal raus. 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt auf. So, wenn ich jetzt den Taster gedrückt halte. Oder etwas länger. Dann kommt so ein kleines Zeichen, ne, so ein Kind drin, das ist also jetzt eine Kindersicherung. Das heißt, wenn ich den in Betrieb habe, anhabe und 3 Minuten lang nicht nutze, dann schaltet sich automatisch diese Kindersicherung ein. Dann kannst du sie also gar nicht benutzen. Ne, kann man nicht feuern, gar nichts machen. Ist ja eine ganz praktische Funktion. Man kann sie natürlich auch wieder ausschalten, ne, indem ich jetzt hier wieder lang gedrückt halte. Dann kommt gleich wieder das Schlosssymbol, was geöffnet ist, hier mit dem Kind drin. So, und jetzt ist die Kindersicherung, springt jetzt nicht automatisch rein. Finde ich ein ganz gutes Feature eigentlich. Man ist halt nicht gezwungen, das kann es rausnehmen und es behindert einen dann nicht. Aber sagen wir so, wenn man seine Dampfe irgendwo rumstehen lassen lässt, dann, ne, dass die Kinder da nicht irgendwie dann rumfummeln, sollte man natürlich sowieso immer wegschließen. Ja, Kinder haben da ja nichts dran verloren. Viel zu gefährlich. Aber ist trotzdem halt mal ein gutes Feature, finde ich. Dass man es vor allen Dingen auch abschalten kann. Ne? Jo, das soweit zu dem Verdampfer. Da gibt es eigentlich auch zu dem Akkuträger, da gibt es auch nicht mehr viel mehr zu sagen. Also so wenig Funktion reicht ja auch vollkommen. Einfach Watt und Gutes. Die Lackierung ist eigentlich sehr schön. Also Display ist auch okay. Es reicht für so eine kleine Dampfe, die man so in der Tasche hat. Das ist wirklich ein gutes Umsteigermodell, sage ich jetzt mal. Ne? Anstatt so ein Pod-System, wirklich so ein Oldschool-Teil hier einfach mit Coil rein und rausdrehen, ist das schon ganz gut. Ne? Also so, klar, jahrelang wird der Ding ja wohl nicht halten, denke ich mal. Das ist einfach natürlich klar, ist nicht so hochwertig, sage ich mal. Ne? Aber so für den Umstieg zum Erstgebrauch ist das schon ganz okay. So, drehen wir den mal ab. So, dann machen wir mal den Coil raus. Ich hatte den jetzt, es ist noch ein bisschen feucht von innen. Seht ihr vielleicht da noch die Mocke? Wir drehen den einfach mal raus. Einfach hier unten die Kappe abdrehen, das Deck. Beziehungsweise nicht das Deck, die Base. So. Kommen wir erstmal hierzu. Ja, hier sehen wir so mehr oder weniger Kaminchen. Ja, da kann man nicht viel zu sagen. Ne? Das ist halt, ja, das ist natürlich nicht jetzt so hochwertig verarbeitet, wie wenn man von anderen Sachen kennt. Das ist wirklich so ein Einsteiger, Teil, was man wahrscheinlich auch nur ein paar Monate nutzt. Ne? Weil ich habe auch festgestellt, ich habe schon versucht, wie irre, mich schon gewundert, dass ich die Verpackung aufgemacht habe, weil da war kein Ersatzglas dran. Und ich dachte, ah, nun, das ist ja doof, wenn da mal runterfällt, ne, ein Glas geht kaputt. Aber ich habe auch schon wie irre dran rumgedreht. Ich kriege überhaupt gar nicht auseinander. Scheinbar ist er gar nicht zum Wechseln gedacht, das Glas. Finde ich leider schade, weil man sieht auch hier innen drin, ich nehme mal hier als Zeigestäbchen, kann man das da irgendwie erkennen. Da sieht auch hier auch verpresst aus da drin. Ne? Hier oben so eine Kante hochkommt. Ich denke mal, das ist wohl verpresst. Das weiß ich, kriege es auch nicht auseinander. Ich habe schon wie verrückt dran gedreht. Ja, den kleinen Coil, klar, einfach wie gehabt. Bei anderen Coils, die man fertig Coils, die man kennt, einfach rausdrehen. Ist natürlich hier schön flitschig. Ich guck mal hier, ob man es noch erkennen kann. Hier steht 7 Watt bis 12 Watt. Steht hier drauf, 1,6 Ohm. Ja, okay, ist wahrscheinlich dann best so 10 Watt oder so.
Das muss ja jeder für sich selbst rausfinden. Sieht man hier, ich wirke schon mal eben meine Pfoten sauber, den Keul. Kleiner Unterschied, ne? Der 1,6er ist vom Durchmesser ein bisschen kleiner, ne? Der 1,3 habe ich jetzt noch nicht probiert. Ich denke mal, so ein krasser Unterschied würde es jetzt auch nicht sein. So, drehen wir den wieder rein. Klar, beim Reindrehen, wenn er drin ist, am besten mal ein bisschen Liquid an die Dichtung machen. Das hat dich flutscht das besser, kriegt man auch später wieder gut ab. Dann natürlich immer den Keul hier oben ein bisschen reinträufeln. Ja, dann saugt er sich das schön die Watte voll. Und hier die kleinen Stellen mal ein bisschen eintopfen. Ja, auch die Seiten ein bisschen eintupfen. Meiner ist jetzt natürlich noch nass. Das haue ich da jetzt nicht so viel Liquid rein. So, den drehen wir dann einfach wieder hier rein. Ja, die Dichtung hier, da sieht man auch, dass das hier sind nicht ganz so. Na? Aber naja, okay, bis jetzt hat er dicht gehalten. So, einfach draufdrehen, festziehen. Das war's. Ne? So, dann können wir den hier. Ich drehe den aber jetzt erstmal auf den Akkuträger drauf. Dann ist es ein bisschen leichter. Also, ist ja relativ klein. Ne? Also, wenn man jetzt hier. Ich kann ihn nochmal eben dran halten. 55 und Durchmesser war ja 15,9. Hier jetzt relativ klein. Ich habe auch nicht so kleine Finger, also ich habe relativ große Finger. Und wieder einmal ein bisschen ungeschickt, ne? Das kennen wir ja schon. So. Ist er noch an? Ja. Machen wir wieder an. Ja, auf 10 Watt ist er eingestellt. Wir tanken den jetzt mal hier. Also wieder hier rüber drehen. Kleine Öffnung, also die Dichtlippe. Hat natürlich immer ein bisschen den Nachteil bei solchen Dichtlippen. Ne? Ihr seht jetzt hier schon, jetzt geht es da so ein bisschen rüber, reingesaugt. Schlabbert man gerne. Jetzt beim Zudrehen, ne, da kommt ja auch schon mal was hier mit raus. Da muss man eben meckern auf hohem Niveau, ne? Dann wischt man ein bisschen ab und dann das geht, ist es okay. Ja, das ist das kleine Ding. Mehr kann man jetzt eigentlich nicht zu sagen. Den Akkuträger haben wir durch, Verdampfer haben wir soweit grob durch. Und ich habe mir schon ein paar Notizen gemacht, das mache ich jetzt zukünftig immer so. Den bewerte ich halt und damit ich auch nachher im Fazit da nicht irgendwas vergesse zu sagen. Aber den Geschmack-Bewertung, die hebe ich mir mal ganz zum Schluss auf. Weil die Coils, die sich immer ein bisschen eingedampft haben, da kommt immer noch ein bisschen was. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal hoch und dann dampfen das Ding mal und kommen wir mal dann zum Fazit. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder mit dem kleinen Univapo Unix. Ja, praktisches Teil so, ne, für die Hemdtasche. Aber wie gesagt, Kappe finde ich sehr ein bisschen zu locker. Das fällt schon fast dann ab, ne? Aber ansonsten, wir machen jetzt mal den Dampftest. Der hat ja also ziemlich große Airflow-Öffnung für so ein MTL-Teil. Er gurgelt ein bisschen. Ja, wenn man ein bisschen zu fest zieht, habe ich gemerkt, dann fängt er an zu gurgeln. Also richtig MTL-Zug hat man da nicht. Relativ laut im Zuggeräusch von der Airflow her. Ich mache den jetzt mal ein bisschen zu. Halb zu, halb zu. Ja, relativ laut. Also vom Geschmack her finde ich ihn relativ flach. Muss ich ehrlich sagen. Ich habe da jetzt mein Lieblings-Eisaroma drin. Das ist Waldfrucht. Das macht also einen anderen MTL sehr guten Geschmack. Ich mache den jetzt mal komplett zu. Ja?
Könnt ihr das sehen hier? Ist jetzt komplett geschlossen hier unten. Ich kann trotzdem durchatmen, ne? Also jetzt zieht sehr viel Nebenluft. Also so, wenn jetzt so wäre, ich meine, so kann ich ja dampfen, ne? Ist für mich so ein MTL-Zug. Könnte sogar noch ein bisschen strammer sein, aber er ist schon geschlossen. Ja? Also ich finde, also erstmal sollte er vor allem dicht sein, wenn ich ihn zudrehe. Ist er nicht. Und wenn ich eine leichte Öffnung habe, so einen schönen strammen MTL-Zug, das muss einfach sein, MTL muss auch stramm möglich sein. Ne? Klar, jeder mag es anders, der eine mag stramm, der andere ein bisschen offener. Aber ich hätte bei MTL lieber einen strammen Zug und finde, das kann man auch so bauen, dass beides möglich ist. Ne? Dass man einen strammen Zug hat und wenn man halt weiter offen macht, logischerweise wird es dann halt lockerer. Aber der ist trotz, obwohl das Ding komplett zugedreht ist, kriege ich immer noch Luft. Zieht sehr viel Nebenluft. Also das finde ich schon mal nicht so toll. Vom Geschmack her finde ich ihn auch sehr flach. Also das muss ich echt sagen. Geschmacklich hat er mich jetzt echt enttäuscht. Okay, kommt natürlich auch mal noch auf was für ein Liquid. Ne? Wenn man jetzt MTL-Dampfer ist, dann mischt man ja sowieso ein bisschen der Liquid schon mal ein bisschen höher dosiert. Wir gehen mal kurz die Bewertung durch. Also Verarbeitung allgemein habe ich nach 7 Punkte gegeben. Ist soweit okay, ne? Also klar, habe ich schon Besseres gesehen, aber so ist es schon von der Verarbeitung eigentlich ganz okay. Die Lackierung ist super, halt so manche Kunststoffteile oder hier die Dichtung, ne? Nicht so hundertprozentig. Ja, Einfüllöffnung finde ich ein bisschen zu klein, könnte einen kleinen Tick größer sein. Was habe ich hier noch? Ich sage, zähle jetzt nicht mal alles auf. Verpresster Pluspol, also nicht zum Abschrauben. Man muss natürlich jetzt immer so sehen, das ist eigentlich so ein Umsteigergerät. Ne? Derjenige, der es sich kauft, der wird es jetzt nicht jahrelang nutzen. Für sowas ist das dann schon okay. Pro ist halt, würde ich sagen, als Pro, ne, sage ich mal, schmal, klein, leicht zu befüllen. Leicht zu befüllen ist er ja. Nur das Loch finde ich ein bisschen zu klein. Schön klein und handlich. Bei dem Akkuträger, ja, es ist auch ein Pro auf jeden Fall, dass er USB-C hat. Ne? Lack ist super, sehr praktisch, ne, für die Hemdtasche oder so. Leicht ist er auch, habe ich schon gesagt. Contra, auf jeden Fall Akkuleistung 1000 mAh finde ich ein bisschen wenig. Ne? Das ist eigentlich ruckzuck weg. Also für mich wäre das jetzt so alltagsmäßig, wenn ich zur Arbeit gehe, wäre das zu klein. Wenn einer im Büro sitzt, dann sind wir am PC anschließen darf. Ne? Dann ist es ja okay. Drip-Tip, das Magnet, also die Kappe, das Magnet finde ich jetzt zu schwach, habe ich ja schon ein paar Mal jetzt gesagt. Ne? Und ja, Glas lässt sich nicht wechseln, finde ich auch nicht so dolle. Und ansonsten, ich sag mal, im Groben und Ganzen, ich würde mich jetzt aber bewerten als zwischen 1 und 10, wenn 10 schlecht ist, ne, und 1 super gut. Also ich würde da mal sagen, eine 4 einordnen, ne, weil der Geschmack hat mich echt enttäuscht. Ne? Aber ansonsten, ich sag mal, wer sich da mal ausprobieren will mit so einem Teil, wenn er da natürlich dann auch eine gewisse Liquid reinfüllt, da wird man ja gut beraten in irgendwelchen Shops. Das ist halt schon ganz okay. Also ich würde ihm jetzt bei jeder eine 4, 4 bis 5, sagen wir mal, geben. Wie gesagt, die ganzen Pros und Kontras habe ich genannt. Aber es ist halt sehr wackelig, ne, der Knopf hier. Aber ansonsten ist es ein schnuckeliges Teil. Muss jeder für sich selbst entscheiden, ob das was für einen ist. Pro und Kontras habt ihr jetzt gehört. Ja, und ich würde sagen, mehr kann ich jetzt nicht dazu sagen zu dem Teil.
Ja, schalte wieder ein, wenn der Finti wieder ein neues Video hat. Ne? Wir sehen uns dann. Nicht vergessen zu abonnieren und Glocke zu aktivieren, ne? Damit er immer dran erinnert wird. Also bis dahin, ne? Bis der Finti wieder ein neues Video hat. Ciao.